Jo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Barrel Bees. Heute haben wir euch mal wieder was von Sakilia mitgebracht. Und zwar gibt es ja von denen noch eine besondere Abfüllung, Distillery Only bzw. online. Und zwar Ex Barolo. Das Ganze auch streng limitiert auf, ich glaube, 480 Flaschen. 90. 490 Flaschen, nah dran. Und diesmal mit ein bisschen mehr Alkohol, 52,9%. Ex Barolo verspricht schon, ist ja Ex-Rotwein aus Norditalien, ein bisschen wieder in die fruchtige Region zu gehen. Nicht so hart wie Ex-Apfelwein wahrscheinlich, aber es bleibt nach wie vor fruchtig. Das Ganze ist gerade mal ein bisschen älter als 3 Jahre, wurde 2017 destilliert, 2020 abgefüllt und mal wieder in einer halben Liter Flasche. Was kann man dazu noch sagen? Französische Eiche. Ja, da kommen 3 Länder insgesamt zusammen. Hammer. Und irgendwo muss er noch lang gereist sein. Vielleicht ist er noch über Holland oder sowas, das Fässchen. Wer weiß das schon? Warum denn über Holland? Vielleicht ich über Schweiz hier eingereist. Auch, ja. Österreich, Schweiz, Holland, Belgien. Man weiß es nicht, wo er lang ist. So, ich habe ihn schon mal aufgemacht und fülle schon mal ab. Und als erstes wieder hier das Ganze bewerten. Soll ich? Willst du? Du machst. Ach komm, du machst das. Nein, los. Nee, komm. Doch, los, komm. Na gut. Oh, das machen wir nochmal. Na gut. Du. Das bin ich, ja. Alles klärchen. Da bin ich für einen schlechten Part heute dran. Da bin ich sehr gespannt, was der hier kann. Hast du gesagt, wie viel Liter das Fass? Ex-Barrique? 225 Liter. Genau, steht drauf an. Also weniger runterverdünnt, sieht man auch am Alkoholgehalt. 490 Flaschen kriegen wir da raus. Bei Apfelwein hatten wir ja, ich glaube, 46,9%. Ja, anpietet, genau. 954 ist die Fassnummer hier an der Stelle. Und viel mehr, genau, 10.05.2017 destilliert, 27.05.2020. Gebottelt, also gerade so drei Jahre, so ungefähr, darf sich gerade Whisky nennen und jetzt ist er in unserem Glas. Und ich freue mich. Ich nicht. Interessant. Ach, würzig, aber jung. Riecht relativ beerig, finde ich. Alkohol kommt auf jeden Fall durch, aber in einer milden Art und Weise. Komplex, ein bisschen herb. Okay. Also hat einen starken Antritt, finde ich, im Vergleich gerade zu dem letzten, den wir hatten, zum Ex-Apfelwein da. Keine Säure habe ich. Süßlich trifft es auch wieder hier ganz gut, aber diese klassischen Rotweinkomponenten fehlen mir hier noch ein bisschen in der Nase. Ich sag mal, dieses Schokoladige speziell, das habe ich jetzt hier noch nicht so krass. Aber ein paar Beeren finde ich, so ein bisschen nach Brombeere. Aber macht Lust, ihn zu trinken. Machen wir doch mal. Ja, Slanche. Slanche war. Im Antritt kam mir erstmal sowas Säureähnliches entgegen, wie so eine noch nicht ganz reife Frucht, hätte ich, oder Beere, irgendwie in die Richtung. Dann hat er für so einen Moment diesen schönen Charakter, wie man das von so einem Rotwein gelagerten Whisky kennt. Mhm. Und dann geht's bergab. Und zwar rasant. Na, also er hat so eine kleine Spitze, die ist wirklich nicht schlecht. Ja. Meines Erachtens, aber drumherum flacht das ziemlich schnell ab und mir fehlt jetzt auch gerade zum Abgang relativ trocken. Am Anfang auch finde ich das auch wieder ein bisschen diese Kräuter, ja, aber das ist bei mir auch mit einer ein bisschen Schärfe verbunden. Aber nicht so prägnant, da hatte ich schon deutlich schärfere, ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Er hat ja aber auch 53% Alkohol, vielleicht kommt das daher auch ein bisschen diese Schärfe. Er wird von Schluck zu Schluck besser. Ja. Das kann ich schon mal verraten. Ist ja aber auch normalerweise üblich bei den Whiskys, denn also so aus den gerade Rotweinfässern, wie gesagt, oder auch aus dem ein oder anderen Sherryfass, da kommt die Komplexität dann einfach. Und diese herben Noten oder halt, ne, würzigen Noten, die kommen dann immer mehr. Aber der Abgang ist wirklich relativ nichts sagen, so ein bisschen holzig habe ich ihn und dann ist er auch schon weg. Also das alles, was man so im Geruch und im Geschmack erstmal hatte,
Da hatte ich auch wirklich diese Zartbitternoten im Geschmack, jetzt im Geruch, ja, überhaupt nicht. Ja. Das ist dann alles relativ fix leider wieder weg. Es ist jetzt nicht so wie beim Apfelwein, da hatte ich ziemlich schnell genug davon, weil dann hat man einmal beim ersten Schluck schon alles entdeckt. Bei dem hier trinke ich auch gerne noch ein zweites, drittes Mal, weil der, ich weiß nicht, ob er sich ändert oder ob man sich einfach ein bisschen an ihn gewöhnen muss. Ich glaube wahrscheinlich das sogar. Es ist einfach wirklich ein wilder Whisky. Ein wilder Whisky. Das ist gut. Gefällt mir. Aber leider auch kein guter Whisky. Also, wenn ihr das Ding mindestens 5 Jahre drin gehabt hätten, dann wäre das ein wirklich schönes Ding. Ja, auch hier wieder muss ich, ich will es nicht, aber ich mach's trotzdem, mach es trotzdem einen schützenden Satz jetzt dazu sagen. St. Kilian, ich sag's mal freundlich ausgedrückt, will uns ja an der Reise teilhaben lassen. Ja. Und da ist das wirklich meiner Meinung nach ein Highlight, ja, was bisher so released wurde, tatsächlich. Und das ist sowas, wo ich sagen würde, bleibt da dran, ne? Ex Barolo, das ist, das harmoniert ganz gut mit eurem Whisky. Noch irgendwie 2 Jahre drauf, dann kann man da, glaube ich, schon mal eine richtige Standardabfüllung vielleicht auch draus machen. Weiß ja nicht, wie viele Fässer da von denen schlummern. Von dieser Reise muss man sagen, ist das ein Weg, den die auf jeden Fall weiter beschreiten sollten. Und klar, deshalb machen die das Ganze, ist schon gelungen, das können die weiter verfolgen. Ich komme mal zur Bewertung. Ich räume das Feld von hinten auf. Ne? Abgang am schlechtesten ist leider so. Ich muss wieder relativ hart ins Gericht gehen. Für einen Dreijährigen eigentlich trotzdem solide. Aber man muss ja auch ein bisschen differenziert hier sein. Es ist Whisky, so, und deswegen 76 Punkte wollte ich geben. So schlecht ist es ja doch nicht. Vom Geschmack überrascht er mich immer mehr. Da gibt es viel zu entdecken. Trotzdem halt, wie gesagt, ein bisschen kurzläufig, sage ich mal. Und deswegen gebe ich ihm hier wirklich gut gemeinte 85 Punkte. Es kann man sich drüber streiten, aber für das Alter wirklich sehr solide. Und in der Nase nicht schlecht, aber auch jetzt nicht das Highlight. Und in dem Sinne gebe ich ihm da eine glatte 80. Ich bin auch durchgängig bei 46 Punkten leider. Nein, also ich muss sagen, das ist wirklich der beste Dreijährige, den ich bisher hatte. Und dafür, dass er weniger Zeit hatte als der Ex-Apfelwein, das gleiche kostet, mehr Prozent mitbringt. Also mir gefällt der hier besser. Und dementsprechend bewerte ich den auch ein bisschen höher, außer im Abgang. Ich fange jetzt mal vorne an. Also in der Nase, ja, gefällt er mir schon ganz gut. Bin ich so bei einer 79, zu mehr reicht es leider nicht. Aber im Geschmack, genauso wie der Ex-Apfelwein. Genauso wie der Ex-Apfelwein. Im Geschmack lässt er mich dann, diese Höhen teilweise erleben. Da bin ich bei einer 78, weil neben diesen Höhen, dann ist er auch wieder weg. Aber im Abgang, da gefällt er mir auch ganz gut. Ich würde ihm jetzt mal eine 81 geben, weil dieses Gesamtbild, was ich dann von ihm erhalten habe, das ist schon für einen Dreijährigen relativ stimmig. Also er bringt schon wirklich viel mit. Ich will nicht zu kritisch sein, ne? Aber ich glaube, du hast ihn schlechter bewertet als den Ex-Apfelwein. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, im Durchschnitt stimmt das. Ja, im Schnitt stimmt das. Aber ist ja, Er gefällt mir dennoch besser, muss ich sagen. Also ich könnte den hier länger trinken, ja, als den Ex-Apfelwein. Ja, alles gut. Ich würde mein Fazit dazu sagen, nach wie vor zum Preis, ne, gerade frische 3 Jahre und dann soll ich hier für 0,5 schon wieder 47 Euro auf den Tisch legen. Ich würde ja sagen, mache ich nicht, habe ich aber gemacht. Und es hat sich auch insofern gelohnt, weil das eine schöne Erfahrung ist und ich auch wieder froh bin, dass er hier im Schrank steht. Aber es ist kein Barrel Beast und wenn mich jemand fragen würde, hier deutscher Whisky, was kannst du empfehlen? Vielleicht auch, ne, speziell von St. Kilian, dann wäre das hier meine Empfehlung aktuell. Da muss ich sagen, das ist bisher mein Highlight einfach von dem, was ich getrunken habe. Und ansonsten nach wie vor, wie auch beim letzten, kann ich denke ich sagen, dass man für das Geld
durchaus auch mal links und rechts gucken kann, natürlich. Ist einfach so. Ja. Zum Barry Beast könnte es irgendwann mal werden. Warten wir mal ab. Ja, das stimmt. Dafür hat das Zeug. Ja, ansonsten schön, dass ihr wieder zugeschaut habt und dann würde ich sagen, bis bald und zum nächsten Video. Ciao. Ciao.